wenn man das Model fertig hat, wird man es gerne anmalen. Der Blender bietet einem alle Werkzeuge, die es braucht, um das zu machen. Die Technik verwendet man hauptsächlich bei Trickfilmen. Für ein fotorealistisches Resultat nimmt man entweder Bilder oder Fotos. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Texturen prozedural zu erstellen, also mit anderen Worten zu generieren. Diese drei Methoden möchte ich in diesem Kurs gerne zeigen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Haarspalterei, aber genau genommen ist eine Textur nicht auf der Geometrie des 3D-Models, sondern auf dem Material, dem sogenannten Shader. Also werden wir auch gerade den Shader-Editor lernen können. In dieser Lektion wollen wir Bildtexturen verwenden und machen so einen Pflasterweg. Es gibt ganz viele Seiten, wo man gute Texturen findet. Für das Beispiel verwende ich Texturen von Ambient CG. Der Link zu dieser Seite ist in der Beschreibung. Ich habe diese Seite als Beispiel gewählt, weil diese unter CC0-Lizenz sind. Wenn man genau wissen will, kann man dann noch auf Lizenz klicken. Und dann kann man da noch lesen. Jetzt werden wir eine Textur suchen zum Brauchen für unser Projekt. Dann gehen wir da mal auf Materials und suchen nach Pavement. Und dann können wir da eine Pflasterung aussuchen, die uns gefällt. Ich habe Glow Paving Stones 42. Die gibt es als JPEGs in verschiedener Auflösung und dann auch noch als PNGs. Dann laden wir hier eine Sache. Ich habe es 2K genommen. Das ist auf jeden Fall detailliert genug. Also man muss bedenken, dass je grösser die Bilder sind, umso rechenintensiver wird halt die Szene. Aber man hat dann dafür Garantie, dass man genug Details hat. Wir können, wenn wir wollen, auch noch zu den HDRIs. Und dort können wir uns, ja, glaube ich, das genommen hier. Aber jetzt sehen wir, das gefällt mir besser. Das ist ein Bild, dass wir unsere Szenen beleuchten können, dass wir nicht nur ein weißes Licht haben, sondern eben auch so ein bisschen natürliche Farben. Grafik speichern unter. Und speichern das da auch in einer frischen Szene im Blender, löschen wir alles. Und ersetze es mit einer Plane, gehe in die Obenansicht, gehe in den Editiermodus und jetzt wollen wir unsere Strasse 6 Meter breit. Die Plane ist jetzt auf 2 Meter, also drücken wir SX3. Jetzt deselektieren wir die untersten Vertices und drücken EY2 und Linksklick oder Enter. Und dann wird die Geometrie um 2 Meter auf der Y-Achse erweitert. Und dann drücken wir Shift-R, für die Aktion zu wiederholen. Und das machen wir 6 Mal. Jetzt sollte die Plane 6 Meter breit sein und 16 Meter lang. Ja. Jetzt können wir in die Materialvorschau schalten. Entweder mit Z und dem Pi-Menü. Oder wir können so hier über den Buttons auswählen. Jetzt gehen wir in Material-Tab, geben ein neues Material, nennen das gerade Pflaster. Und jetzt haben wir einfach einen ganz normalen Principle Shader bekommen, das ist tipptopp. Wir können jetzt bei Base Color hier auf das Ring klicken und eine Bildtexturen-Node anhängen. Und dann gehen wir auf Open. Gehen dorthin, wo wir unsere Texturen gespeichert haben. Zuerst möchten wir das Bild, das mit Color aufhört. Das ist die sogenannte Albedo Map. Das bietet die Farbinformationen, wenn man so will. Aber jetzt kommt das gar noch nicht schick daher. Da hier, wo man erkennt, was es soll sein, ist es gestaucht. Wir können jetzt hier ein neues Fenster öffnen und den UV-Editor laden. Das hier ist das UV-Map. Das ist eigentlich quasi die Leinwand, wo wir die Oberfläche von unserem Objekt drauf repräsentieren können. Wir gehen mal in den Editiermodus von Plane, wählen alles an. Und dann wird dort das Bild im Hintergrund geladen. Als wir Plane haben eingefügt, hat der Blender auch das UV-Map erstellt. Aber halt eben in dem Massen von Plane, wie sie dann war. Zwischenzeitlich haben wir sie verändert.
Und jetzt stimmt die Repräsentation halt nicht mehr. Also müssen wir jetzt am UV-Map die aktuellen Informationen liefern. Und für das öffnen wir das UV-Mapping-Menü mit U und wählen gerade Unwrap. Und dann wird die Plane neu abgewickelt. Das ist bei der Plane ein einfacher Prozess, bei komplexen 3D-Models eine Wissenschaft. Und jetzt haben wir hier die bessere Repräsentation von unserem Mesh. Wir können hier auch alles machen, wo man sich im Blender gewohnt ist, bewegen, skalieren, rotieren. Wahrscheinlich müssen wir skalieren, weil der Stein jetzt hier ist 1,76 m. Das ist ein bisschen viel. Und jetzt wollten wir ja das auf realistische Massen bringen eigentlich. Man könnte jetzt einerseits, aber das ist nicht ein sauberer Weg, das UV-Layout skalieren mit also 6-mal etwa S6. Jetzt können wir da messen. Und haben etwa ja, fast 28 cm. Da sind wir jetzt schon ein bisschen besser dran, aber stimmt auch noch nicht ganz. Setze jetzt das UV-Layout wieder zurück. Wir haben hier die ganze Leinwand zur Verfügung, brauchen aber da nur ein Drittel. Das ist eigentlich suboptimal, aber für das Beispiel lasse ich es jetzt mal so. Aber jetzt wollen wir die Textur auf eine realistische Größe bringen und das machen wir eben nicht im UV-Map. Das machen wir im Shader-Editor. Können auch hier mit Ender Properties Panel zutun. Und jetzt haben wir hier eigentlich die Node-Repräsentation vom Materialpanel. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Texturen-Node lösche, dann sind auch hier alle Optionen diesbezüglich weg. Und eben hier hat man den Principal Shader, der da. Und alles, was ich hier dazufüge, wird eben als Node dazugefügt. Der Image Texture hier. Und nachher kann man das Bild wieder aus dem Zwischenspeicher laden. Aber wir haben hier gar nicht die Möglichkeit, die Größe von unserer Textur zu verändern. Für das brauchen wir den Mapping Node. Und den findet man unter Vektor. Nimmt da den Mapping Node und bekommt da, was jetzt eigentlich schon vertraut ist, vom Objektdata-Panel Transform-Optionen. Und dann nehmen wir jetzt den Vektor-Output und haben können in Vektor-Input vom Texturen-Node. Und jetzt ist unsere Textur weg. Das ist, weil jetzt der Blender gar nicht weiss, wie dass er mit diesen Nummern umgehen soll, auf was dass er das so anwenden soll. Für das geben wir nochmal eine Node und zwar bei Input eine Texture Coordinate Node. Und da haben wir verschiedene Optionen, also verschiedene Projektionsarten. Die Projektionsart, die wir wollen, ist UV, weil wir haben ja extra jetzt ein UV-Map erstellt. Darum wollen wir auch, dass die Transform-Daten, die wir werden verändern werden, auf das UV-Map angewendet werden. Und so können wir die Textur rotieren, so viel wir wollen. Oder eben in unserem Fall wollen wir sie skalieren. Eben 6-mal war ein bisschen zu wenig, gewesen. Da tue ich jetzt mal auf 7. Was haben wir jetzt da für Massen? Jetzt haben wir 26. Ja, ich gebe mich zufrieden oder geschlagen. Ich glaube, also wahrscheinlich sind sie so um die 24. Es gibt halt verschiedene, aber ich weiß nicht. Das ist eben Achillesferse. Also, ich habe ja gesagt, aber die Transform-Daten werden auf das UV-Map angewendet, also auf das UV-Layout. Aber nicht physikalisch. Also, wenn ich da rotiere, bleibt das UV-Layout immer noch gleich. Nur so, dass es nicht verwirrt. Jetzt möchten wir gerne noch den Reflexionsgrad von unserem Material bearbeiten. Und da bestimmt man hier mit dem Roughness Slider. Der ist jetzt zurzeit einfach auf 0,5, einfach so in der Mitte. Wenn wir den zurückdrehen,
Dann sehen wir, dass sich die Umgebungstextur in der Oberfläche spiegelt. Dann haben wir gestochen scharfe Reflexion. Und wenn wir den auf 1 stellen, dann haben wir diffus, also eigentlich gar keine Reflexion. Wir wollen ja die Reflexion nicht gleichmäßig über Plane verteilt. Zum Beispiel die Steine reflektieren mehr als Zwischenräume. Und jetzt gibt es da noch zu sagen, eben, wir haben hier zwar Zahlen, aber eigentlich ist 1 weiß und 0 ist schwarz. Ja, ich kann das noch verdeutlichen, wenn ich einfach irgendeine Textur reingebe. Sagen wir jetzt mal ein Massgrave. Hier in Roughness. Schnell in die Vorschau. Ja, so. Jetzt sehen wir, dass da das Kuhfälle-Muster eine Auswirkung hat auf die Reflexionen in unserer Plane. Dort, wo es weiß ist, reflektiert es weniger als dort, wo es schwarz ist. Also zum Beispiel eben hier weiß, hier schwarz. Schnell überprüfen. Ja. Also bräuchten wir jetzt eigentlich auch ein schwarz-weiß Bild von dieser Textur mit dunklen Steinen und hellen Zwischenräumen. Und genau so ein Bild haben wir im Texturenordner bereits. Da können wir jetzt eine neue Texturen-Node einfügen. Oder den, den wir schon haben, kopieren. Aber nicht nur mit Shift-D, sondern mit Shift-Ctrl-D. Dann bleibt die Kette gegen links erhalten. Und dann können wir öffnen und wählen das Roughness Map. Das ist da das grau-weisse. Und jetzt, dass das dann richtig berechnet wird, müssen wir dem Blender sagen, dass er da keine Farbinformationen hat, sondern nur Schwarz- und Weiß-Schwellwerte. Und da können wir bei Color Space von sRGB auf Non-Color umstellen. Und jetzt nehmen wir hier den Color Output und hängen ihn in die Roughness. Ja, für dass man etwas besser sieht, was es tut, gehe ich mal in den Render-Modus und gebe noch eine Lampe. Point tut es auch. Shift Z, so irgendwie. So, dann boosten wir die noch ein bisschen. So. Macht jetzt das genau das, was wir wollen. Es gibt sogar schon fast ein bisschen einen 3D-Effekt. Und wenn man jetzt die Schwellwerte verändern will, dann kann man das machen mit Converter Color Ramp. Dann könnt ihr da einfach in die Nudeln. Und dann, wenn wir, sagen wir jetzt mal, einen nassen Boden wollen, dann geben wir einfach beim Schwarz etwas mehr. Wir können ja das auch noch schnell so demonstrieren. So kann man es einfach dunkler machen. Und dann können wir das Weiß noch etwas reinnehmen, noch etwas stauchen, das Ganze. Und dann haben wir dann so ein Resultat. Eine Node kann man löschen mit X oder Delete, aber dann geht die Verbindung verloren. Und für dass das nicht passiert, drücken wir Ctrl-X. Haben wir das. Und jetzt ist der Boden noch spiegelglatt. Und eigentlich sind ja die Steine etwas erhöht und Zwischenräume etwas vertieft. Das müssen wir nicht in die Geometrie reinmodeln. Es gibt ein Verfahren, das sogenannte Normal- oder Bump-Mapping, wo man zusätzliche Normal-Informationen hineingibt. Wir haben ja Normals im Modellierkurs schon gelernt kennen. Da weiss jetzt das Licht und der Blender, in welche Richtung das welche Fläche zündet. Zum Beispiel, wenn ich die da hier rotiere, dann rotieren sich auch die Normals, richten sich neu aus. Mit einem Normal Map kann man zusätzliche Normal-Informationen hineingeben. Also der hat dann der Blender das Gefühl, sein Mesh hat viel mehr von diesen Normals, Shift-Ctrl-D,
irgendeine Textur. Dann gehen wir auf Öffnen. Das Normal Map ist da das Violette, das oder das. Ich nehme jetzt an, das da hier ist für einen Rasterizer und das für einen Raytracer. Ach, das sie. Ich nehme jetzt mal das DX. Keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung ist. Bin noch nie mit dem konfrontiert worden. Als Normal Map liefert Vektordaten. Also stellen wir hier auch um auf Non-Color. Jetzt sehen wir, dass der Normal Input vom Principal Shader violett ist. Da kann der Blender nichts anfangen, wenn Gelb zu Violett geht. Oder ja, mal gut, er sieht schick aus. Shit, das sieht ja schick aus. Also er rechnet schon irgendetwas, aber ob es der akkurat ist, können wir jetzt da noch nicht vertrauen, weil wir brauchen noch eine Node mehr hier dazwischen. Nämlich eine Normal Map Node. Da findet man unter Vektor. Hat man hier eine Normal Map. Nimmt den rein. Da haben wir schon ein viel besseres Resultat. Und jetzt eben, was ein Normal Map genau macht. Gehen die jetzt gegen rein? Es sieht aus, als wären die invertiert. Ja, mein Auge bescheisst mich. Jetzt natürlich ist es mir schon wieder essig richtig. Das kommt halt so violett her, weil es aus drei Farben zusammengemischt wird. Nämlich aus Grün für Y, Rot für X und Blau für Z. Den Farbencode kann der Blender dann in Vektoren umrechnen und zu Normals konvertieren, dass man so ein Resultat bekommt, wie wir jetzt hier haben. Also, hören wir hier für heute.